starten mit dem Morgenobst. Good morning and good morning. Unser erster richtiger, kompletter Tag in New York. Wir sind ausgeschlafen. Sind wir? Ich bin gestern für meinen Teil echt ins Bett gefallen. Ich war richtig K.O. Ja, du warst vor mir wach. Genau. Ich war um 7 oder sowas schon mal. Ja. Nee, sogar früher, glaube ich. Wir waren jetzt eben beim Frühstück. Ich fand das Frühstück gut. Vor allem für New Yorker Verhältnisse war es, glaube ich, ganz gut. Ich war ja schon mal in New York, in einem guten Hotel auch. Da war das Frühstück nicht so viel. Ja, nö. Ich fand es gut von der Auswahl. Ja, es war sehr, sehr wuselig. Es war richtig voll. Starten jetzt energetisch in den Tag. Genau, es regnet. Heute ist Regentag. Davon lassen wir uns die Show natürlich nicht vermiesen. Nee. Aber werden die Aktivitäten vielleicht trotzdem ein bisschen dem Wetter anpassen. Ja, genau. Wir sind jetzt noch nicht ganz schlüssig, was wir den ganzen Tag über machen. Wir gehen jetzt erstmal Richtung American Museum of Natural History, oder? Ja. Und das ist am Central Park und dann gucken wir, was wir machen. Ja. Wir haben viele Ideen, was wir machen wollen. Wir haben schon festgestellt, dass wir eigentlich nicht alles machen können. Da müssen wir halt einfach wiederkommen. Was aber keine Überraschung ist. Was keine Überraschung ist, aber ja. Gut. Wir müssen es einfach nicht so rumstressen und das locker eingehen. Genau. Aber damit wir was schaffen, gehen wir jetzt mal los. Ja. Es hat aufgehört zu regnen. Wir sind immer im Trocknen, aber es ist trotzdem kalt. Wir sind froh, dass wir Mützen anhaben. Und Dario hat gerade gesagt, ob ich mir vorstellen kann, dass in 2,5 Wochen, dass wir in kurzer Hose rumlaufen und uns gegebenenfalls einen abschwitzen. Ja, es ist einfach nur Wahnsinn, wie das hier alles aussieht. Wahnsinn. Oh, du meinst außer, dass die voller Eigelb sind? Außer, dass die voller Eigelb sind. Ja. Genau. Das habe ich mit euch. Ich finde, so Schuhe zu machen ist eine Sache, die man als Erwachsener nicht mehr machen sollte in der Öffentlichkeit. Richtig. Ich finde, man sollte eine Schleife für den gesamten Tag machen und dann sollte die auch ausreichen. Ja. Ich muss ja sagen, ich habe eigentlich gar nichts mit Baseball zu tun, aber der Laden ist schon echt cool. Und man merkt, dass die MLB ein Franchise ist, ne, was halt alle Teams vermarktet. Das wird's ja besser nicht geben. Es hat jetzt angefangen zu regnen, zu niedern, ist auf jeden Fall ungemütlich geworden und man sieht hier an den Flaggen auch den Wind. So, wir sind jetzt gerade in den T-Punkt Tower reingegangen. Wir sind uns, also wenn ihr wisst, was wir meinen. Also ich bin mir ein bisschen persönlich unsicher, ob das überhaupt moralisch vertretbar ist, dass wir das gerade machen. Natürlich sind, zur jetzigen Zeit. Sind wir uns beide natürlich unsicher. Aber wir sind ultra dunkel gerade, ne? Ja. Aber muss. Ja, naja, egal. Aber irgendwie ist es schon interessant. Wir sind jetzt im American Museum of Natural History und es ist riesig. Geh mal, Dario. Sieht auf jeden Fall schön aus, die Karte ist ansprechend gestaltet, aber Dario gesagt, ja, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Wir sind jetzt hier übrigens. Wir sind auf der 2. Ja. Würde ich sagen, wir starten in der 1, weil wir sind in den USA und deshalb sollten wir auch mit North America starten, finde ich. Okay, dann machen wir das. Wir starten auf der 1, ja. Wir gucken uns Nordamerika an,
gehen dann auf die 3, weil wir uns auf Florida vorbereiten müssen. Ja. Ein bisschen Reptilien und Amphibien lernen müssen. Ja, und ich möchte auf jeden Fall Dinos gucken. Die sind auf der 4. Okay. Und auf der 3 müssen wir noch die Primaten mitnehmen, weil ich mag Affen. Okay. Ja, was ist das? Das ist schon krass. Das ist schon krass. Also beeindruckend gemacht einfach. So, Dario, das sind deine Lieblingstiere. Na? Bitte? Das sind deine Lieblingstiere. Ja, genau. Man muss dazu sagen, Dario, erklär mal, warum sind es deine Lieblingstiere? Weil Instagram offensichtlich entschieden hat, meinen Algorithmus nur noch mit Bären-Content zu fluten. Okay. So, wir sind aktuell hier im Tempered Forest. Und wir fahren tatsächlich runter nach Florida bis in die Tropen und Subtropen und hier Subtropical and Flood Grassland. Wir haben hier einen richtig großen Meteoriten, ja, oder? Wahrscheinlich Meteoriten. Meteorit. Der kommt woher, Dario? Aus Grönland. Okay. Dario, unser kleiner Meteoriten-Experte. Super interessant. Alles interessant hier. Okay. Aber da haben wir so einen Riesen entdeckt. Aber in welcher Farbe sind wir jetzt hier? Ist das jetzt eine Vergrößerung oder ist das eine Malaria? Moskito. Das kann ich sagen, das ist eine Vergrößerung. Ja. Also ich hoffe, die haben die nicht in Florida. In der Größe. Die Mücken haben wir auf jeden Fall. Ja, in nicht der so Größe groß, nicht, oder? Aber ich hoffe, dass sie Malaria haben. Boah, das muss ja, also das ist obviously kein richtiger Wal, aber halt Originalgröße könnte es schon sein, ne? Bei so einem ausgewachsenen Blauwal. Könnte sogar ja, noch größer sein, oder? Ja. Ja, sagen wir ungefähr so. Ist auf jeden Fall krass, finde ich. Okay. In unserer Geschichte haben wir einen original großen Blauwal gesehen. War Deutschland im Endspiel von der EM, Handball? Nee, die sind im Halbfinale gegen Dänemark ausgeschieden. Gut, dann hören unsere Zuschauer jetzt zuerst Frankreich das Europameister. Ja, komm, ja, okay. Auf zu den Dinos. Ja, ist jetzt hier gibt es, weiß nicht. Ja. Für die Leute, die sich wirklich interessieren. Für Plattentektonik. Genau, für die Leute, die hinten lernen, ja. Zu staunen. Ich habe tatsächlich. Die richtige Halle. So, wir sind jetzt hier in der Dino-Ausstellung. Die, würde ich sagen, für mich schon das Highlight hoffentlich ist. Ich muss dazu sagen, ich war als Kind voll Dino-Fan. Ja, jetzt eigentlich auch immer noch. Aber als Kind konnte ich halt schon so jeden Dino irgendwie mit Namen und was sie gefressen haben und wann die gelebt haben. Deswegen, ja, let's see. Dario und ich haben uns irgendwo hier in der Dino-Ausstellung verloren. So groß ist es hier. Wobei, bislang habe ich noch gar nicht so viel gesehen, aber Dario ist bestimmt schon ein bisschen weiter als ich. Ja, mal schauen, ob wir uns noch finden. Der Dino ist einfach so groß, dass er nicht komplett in den Raum passt. Wir haben uns übrigens wiedergefunden. So, wir sind jetzt hier gerade im Dino-Store, aber das meiste ist tatsächlich für Kinder ausgelegt, komisch warum, aber eigentlich will ich ganz gerne irgendwas kaufen, mal gucken, ob ich noch fündig werde. Im Dino-Store habe ich nichts gefunden eigentlich an Klamotten, weil alles für Kinder war, eine Kappe habe ich anprobiert, die saß mir aber nicht so gut, aber ich habe immerhin so einen T-Rex-Magneten als Andenken. Was auch die wenigsten von euch wissen, Dario ist nicht nur ein Bärenmensch, Dario ist auch ein... Ich bin absoluter Eulenmensch. Ja, aber immer schon, ne? Immer schon. Ja, danke schön. Ja, hier hast du deine Eulen. Ja, ja. So, wir sind jetzt gerade nochmal bei den Affen, weil, was die wenigsten wissen, Dario ist nicht nur ein Bären- und ein Eulenmensch, sondern auch ein
Zeichens nicht. Aber da scheint sich gerade nicht so viele Affen zu interessieren. So, wir sind jetzt gerade raus aus dem Museum. Man kann da, würde ich sagen, 2 Tage drin verbringen. Oder? Wenn man alles angucken will, schafft man es auch in 2 Tagen wahrscheinlich nicht. Also wir werden. Ja, was fandest du am coolsten? Die allererste Halle, wenn du reinkommst, mit den Bären und. Ja, das war cool. Ja. A, weil ich die Tiere cool finde und B, weil man halt reinkommt und so richtig geflasht ist von der Aufmachung, wie das halt da präsentiert wird. Stimmt, das fand ich auch gut. Anders, also ich habe das so in einem anderen Museum das noch nicht gesehen. Mir haben natürlich die Dinos am besten gefallen. War auch, ich habe zwischendurch gesagt, das ist gar nicht so groß, gab aber dann doch viele Dinosklette. Guck mal, da ist ein Eichhörnchen. Ja, hinter dir auch. Achso, hinter mir auch. Okay. Ja, da gucken wir gleich auch nochmal, ob wir die für euch angefangen bekommen. Hast du eigentlich einen Lieblingsdino darüber? Wie stehst du zu Dinos? Nee, habe ich nicht. Nein, du stehst gar nicht zu Dinos? Ich stehe gar nicht zu Dinos. Okay. So, jetzt muss ich mal doch gucken, ob ich hier das Eichhörnchen mal. Das ist halt überall hier gerade. Zufrieden mit dem Eichhörnchen-Foto, oder? Ich bin nicht zufrieden, aber... Nee, okay. Guck mal, sollen wir mal da hoch auf die Felsen? Da kann man, glaube ich, auch ein bisschen so auf die Skyline gucken. Okay, neuer Versuch. Da ist es, das Objekt. Guck mal vor, da macht man so ein Eichhörnchen-Fotos. Ja, also das Museum war echt schon richtig cool. Es war nachher sehr, sehr voll, leider. Aber man muss halt auch dazu sagen, heute ist Sonntag. Stimmt, super viele Familien so da und... Dario ist immer noch da unten auf Eichhörnchenjagd. So, jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Ich habe jetzt diesen beschwerlichen Anstieg hier auf mich genommen, weil mir eine Skyline versprochen wurde. Und jetzt film mal bitte, was man hier geboten bekommt. Ja, ist halt alles neblig. Also auf der Kamera sieht man es noch schlechter, aber... Ja, Dean sagt, es ist neblig, ich sage, es sind einfach Bäume. Der sogenannte Großstadtdschungel, von dem wir gerade sprechen. Die müssen nachher auch mal sauber gemacht werden. Unabhängig davon, dass sie noch vom Eigelb von gestern dreckig sind, like wer es noch kennt. Die Story dahinter gibt es im Video von Tag 1. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, falls also ihr es gerade nicht auf dem Schirm habt. Die sauberer Hosen, die wir noch zur Verfügung haben, ist an Tag 2 bei 0. Was zu wenig ist, ne? Das ist zu wenig, ja. Aber meine Hose ist noch sauber, nur es geht bei mir um die Schuhe. Nee, bei mir ist es... Ja, ich habe noch eine kurze saubere. Weil ich sehe nämlich ab morgen mit kurzer Hose in New York. Wer weiß. Okay. So, wir sind hier gerade vor dem Met, vor dem Metropolitan Museum of Art, aber nicht, weil wir ins Museum wollen, sondern weil Dario hat einen kleinen Fanmoment gerade. Ich esse jetzt einen Hotdog aus Street Food USA, das ist eine Netflix-Serie. Ja. Und da wird gesagt, dass es hier der angeblich beste Hotdog der Stadt sein soll. Dann testen wir das doch aus. Und, hat's gelohnt? Sehr gut. Wie viele Punkte? 0 bis 10? 10. 10? 10. Boah. Geh jetzt nochmal rein, sonst bist du ja nicht satt. Thanks, man! Also Supermärkte hier in New York sind echt Mangelware und dann sind die auch irgendwie so ganz komisch. Teuer ist sowieso alles hier. Aber ich dachte, es wäre mal ganz interessant, euch auch mal sowas hier zu zeigen. Ich gehe mal um die Ecke. Ja, da bin ich. Ja. Ah, man sieht es nicht auf der Kamera, ich bin zu weit weg. Aber es ist ein Waschbär, ja krass.
Wir haben euch gerade einen Waschbär gezeigt, aber jetzt mal zum gesamten Kontext. Wir sind eben mit der Roosevelt Island Tramway nach Roosevelt Island gefahren. Es ist nicht mega am Schütten, aber es ist einfach ultra kalt, es ist die ganze Zeit am Nieseln. Und wir sind hier trotzdem am Rumlaufen und genießen die Skyline. Ja. Aber ist New York dafür bekannt für seine wilden Tiere? Ja. Man kann quasi sagen, wir machen eine Safari hier. Richtig. Nicht, dass diese Skyline hier nicht schon irgendwie krass genug wäre. Ja, jedenfalls haben wir jetzt hier noch so ein Lost Place gefunden. Das Smallpox Hospital. So, hier fährt gerade ein Polizeiwagen vorbei und wir sind uns gerade nicht sicher, ob der jetzt wegen uns hier ist. Es sind halt wirklich literally die einzigen hier drauf. Aber das ist wahrscheinlich einfach nur so eine Streife, die hier mit Blaulicht durchfährt. Natürlich. Aber wenn es eine Polizei ist, dann ist sie auf jeden Fall nicht in der Lage, uns zu finden, ja, weil sie fährt gerade zickrig an uns vorbei. Bademantel ist natürlich auch Premium. Ja, warum nicht? Ne? Kann man mal machen. Ne? Ja. Oder so eine, weißt du, Kette? Ja. Zieh mal an. Also was für eine? So eine Netzkette? Ja. Nee, ist cool. Ja. Ist das überhaupt für den Hals gedacht oder was soll das sein? Ich hoffe. Ja. Könnt ihr mal kommentieren, welcher euer Lieblingsclub ist? Welcher ist deiner, Dario? Ja, ich finde die Brooklyn Nets finde ich schon. Nein, irgendwie auch ganz cool. Schon töfte. Die sind auch, ja. Was meinst du, Dario? Wäre cool, wenn man was? Cool, wenn man mal so ein Brooklyn Nets Spiel live sehen könnte. Ja, das wäre echt cool. Ja. Würde ich mir auch mal wünschen. Also, Dario hat drei Karten gefunden, die ihn interessieren, aber er ist vom Stuhl gefallen, als er den Preis gesehen hat. Fanta Costa? Was schätzt du? Ich sag, also, weil du jetzt ja schon gesagt hast, dass die teuer sind. Würde ich sagen, $45. $44.99. Boah, krass. So viele Kappen. Aber welches Logo finde ich eigentlich am coolsten von welchem Club? Die Knicks, also vom Logo rein, wenn du nur das Logo betrachtest, finde ich die Knicks. Ach, da. Finde ich die Knicks am coolsten. Ja. Ich finde, dass die Lakers in Kombination mit Merch ziemlich cool aussehen. Ich finde, glaube ich. Ich finde Miami Heat finde ich ganz cool. Da. Ja. Ist cool. Nix finde ich auch ganz cool. Könnte auch ein NFL-Football-Team sein. Mit einem Basketball-Logo? Oder? Ja. So, Dario hat Beute gemacht. Ja, zeig mal, welche Kappe du jetzt genommen hast. Nice. So, wer übrigens nicht glaubt, dass Dario wirklich ein Bärenmensch ist, hier der Beweis. Ich würde sagen, der Befund ist eindeutig. In den im Aufzug? Ja. Doch, kannst du. Aber wobei, mit einem Leverkusen-Trikot würde ich mich auch nicht draußen sehen lassen. Viertel nach zehn. Viertel nach zehn, wir sind auf dem Zimmer, wir gehen jetzt auch heute nicht mehr raus. Wir sind heute
Du hast halt deine Uhr getrackt, 22 Kilometer gelaufen. Ja, am Ende wahrscheinlich sogar noch mehr. Ja. Ja, ich behaupte aber, ich merke es in den Knochen. Ich bin auf jeden Fall K.O. Nicht ganz so K.O. wie gestern. Aber ich freue mich auch heute wieder aufs Schlafen. Ja, wir haben viel gesehen. Ja. Roosevelt Island. Roosevelt Island Tramway, da sind wir mit der mit so einer Gondel rübergefahren. Das war mit eines meiner Highlights heute eigentlich, weil man von da aus so eine coole Aussicht auf die Skyline hatte und wir irgendwie die einzigen da waren auch. Ja. Und die beiden Polizisten. Ja. Und der Waschbär. Und der Waschbär. Ich habe noch einen Burger gegessen bei Seventh Burger, war auf jeden Fall lecker. Genau. Empfehlung, du hast deinen Hotdog gegessen. Genau. Ist auch eine Empfehlung oder ist für eine Empfehlung für Fans? Nee, ist auch eine Empfehlung. Aber es war nachher echt schon sehr kalt und nass. Das ist nicht. Ja, ist schon gut, dass wir jetzt im warmen Wetter sind. Wir holen uns jetzt und dann geht's morgen weiter. Ja.